für das Krankenhaus Nord ist fertig. Grund genug für Stadträtin Wessely, Stadtrat Ludwig und Bezirksvorsteher Pappe sowie Vertretern der Bauwirtschaft die Dachgleiche. Es ist heute für uns ein großer Tag. Es ist eine Gleichenfeier, die nicht mehr selbstverständlich ist. Da möchte ich mich auch bei den Bauherren bedanken, dass eine Gleichenfeier hier stattfindet, dass die Leistung, die hier beim Rohbau, und das ist die Dachgleiche, Fertigstellung des Daches und des Rohbaus, eine Würdigung unserer Kollegen, die hier die letzten 1,5 Jahre das, was Sie sehen, auch vollbracht haben. Denn das, was hier geleistet wurde, sehen Sie, und das ist nur ein kleiner Ausschnitt, was hier beim Krankenhaus Nord, bei einem der tollen Projekte der Stadt Wien im Gesundheitsbereich, was hier geleistet wurde. Auf einer Grundfläche von 110.000 Quadratmeter haben wir eine verbaute Fläche von 55.000 Quadratmeter. Wir haben eine Bruttogeschossfläche seit September 2012 errichtet. Wir haben weiters eine Parkfläche, die dann dort sein wird, wo sie heute stehen, mit ungefähr 50.000 Quadratmetern, Verkehrsflächen von 13.000 Quadratmetern. Wir werden hier 785 Betten im fertigen Zustand sehen, also das zeigt die Dimension dieses Projektes. Es wurden über 200.000 Kubikmeter Erdaushub verführt, 250.000 Kubikmeter Beton verbaut und wir haben 30.000 Tonnen Stahl in das Haus eingebaut, dass es die Jahrhunderte auch überdauern wird. Vielleicht ein kleines Beispiel zur Dimension, 30.000 Tonnen Stahl, die hier eingebaut wurden. Die Tower Bridge in London, die jeder kennt, besteht aus 14.000 Tonnen Stahl. Also der Stahl, der hier im Beton eingebaut wurde, ist mehr als zweimal so viel für dieses Projekt. Wir haben 20 Monate im Rohbau geleistet. Es waren über 550 Mitarbeiter teilweise auf der Baustelle mit 14 Kränen, um Ihnen einen Überblick zu geben, was hier für eine Leistung die letzten 20 Monate verbracht wird. Die Gleichenfeier ist normalerweise das Thema, dass das Haus früher ja fast fertig war. Bei diesem Projekt beginnt die richtige Arbeit so richtig erst, denn der Rohbau ist der gute Beginn und ich darf mich bei meinen Kollegen unseres Hauses dafür bedanken, dass wir dieses Projekt in der Zeit und mit einer grandiosen Qualität unserem Auftraggeber abgeliefert haben. Ich bedanke mich beim Auftraggeber, dass er uns das Vertrauen gegeben hat, dass er an die Leistungsbereitschaft und an das Können der Corps geglaubt hat bei diesem Projekt. Und wie man sieht, bei so großen Projekten ist es nur dann möglich, diese Qualität in dieser Zeit auch abzuliefern, wenn alle gemeinsam arbeiten, alle am Strick und wenn es geht, alle in die gleiche Richtung ziehen. Im Namen aller Arbeiter bedanke ich mich beim Bauherrn des Gleichen. Dankeschön. Die größte Arbeit ist getan, es steht der Bau nun haltet an. Und nehmt euch ein wenig Zeit zum Feiern voller Dankbarkeit. Die Arbeit war oft schwer und hart, doch habt ihr nicht mit Schweiß gespart. Es hat ein jeder seine Pflicht getan, als ging der Bau allein in Hand. Seid stolz auf das, was ihr geschafft und stärkt euch heute mit Lebensamt. Auf dass die Arbeit eurer Hände auch noch das Weitere vollendet. Wir aber hoffen im Vertrauen, dass wir mit Glück zu Ende bauen. Ich hebe das Glas mit voller Kraft. Es lebe hoch die Bauherrschaft.